Ostrauderfehn liegt ca. 110 km westlich von Bremen im Bundesland Niedersachsen. Hinter dem Gemeindehaus an der Liebigstraße befindet sich der Reisemobilstellplatz von Ostrauderfehn. Dieser Stellplatz bietet für 32 Wohnmobile großzügige Stellflächen an. Solltet ihr einen Anhänger mitführen, könnt ihr diesen auf dem Platz vor dem eigentlichen Stellplatz abstellen. Die Wohnmobile stehen auf der linken und rechten Seite. Beidseitig stehen hohe, schattenspendende Bäume. Aber keine Angst, diese beeinträchtigen den Fernsehempfang nicht. Jede Parzelle ist nummeriert und für jedes Wohnmobil gibt es einen Stromanschluss. In der Mitte des Reisemobilstellplatzes befindet sich ein Pavillon. Darin gibt es eine Bücherecke und viele Broschüren und Infomaterial liegen auf dem Tisch. Neben dem Bücherregal ist der Briefkasten für die Brötchenbestellung. Die Brötchenbestellung muss bis 17.30 Uhr im Briefkasten liegen. Am anderen Morgen liegt ihre Bestellung im Gestell im Pavillon. Am Ende des Stellplatzes befindet sich die Ver- und Entsorgung. Diese ist ausgestattet mit je einem Bodeneinlass auf der linken und rechten Seite. Die Frischwasserentnahme und die Säule für die Kassettenentsorgung sind hygienisch voneinander getrennt aufgestellt. Neben dem Reisemobilstellplatz steht die Touristinformation. Während den Öffnungszeiten kann man sich hier Prospekte, allerlei Tipps und Informationen abholen. In einem Seitentrakt ist auch der Sanitärbereich mit WC und Dusche, Waschmaschine und Trockner untergebracht. Gleich über der Straße gibt es die ersten Einkaufsmöglichkeiten. Ein Einkaufsladen, ein Getränkemarkt, eine Bäckerei und eine Apotheke. Nebenan zeigt sich mir in der Abendsonne die evangelisch-lutherische Petruskirche. Ein neuer Tag, das Wetter ist schön und es ist heiß. Ein Bad wäre jetzt das Richtige. Unweit vom Stellplatz liegt der Idasee mit einer Wasserskianlage. Romantisch in der Natur eingebettet finde ich das kühle Nass. Diesen See kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad umrunden. Ein Badestrand mit weißem Sand lädt zum Verweilen ein. Bei der Wasserskianlage kann man sich mit Getränk, Snacks und Eis verpflegen. Ostrauderfehn und Umgebung ist mit vielen Kanälen und Zugbrücken umgeben. Um diese Schönheiten alle abzufahren, wurde die Wickentour ins Leben gerufen. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto darf man die Tour erleben. Die schönsten Radwege führen durch diese ebene Landschaft. Die Wege sind gut ausgeschildert und auf Sehenswertes wird mit einer Tafel hingewiesen. Von hier aus sehen wir die Tobiasbrücke. Später gab es noch eine Schwesterbrücke, die extra für die Radfahrer gebaut wurde. Im Umkreis stehen viele Schöpfwerke am Kanal. Momentan ist Ebbe, darum ist der Wasserstand so tief. Bei Flut steigt der Pegel bis zu 1,20 Meter. Wir fahren weiter und schon sehe ich eine weitere Zugbrücke. Die Landschaft zeigt sich von seiner schönsten Seite. Beim Hauptfehnkanal steht uns ein Rastplatz zur Verfügung. Und auf der anderen Seite steht das Schöpfwerk Potzhausen mit einer Besucherterrasse. Wir schauen uns das aus der Vogelperspektive an. Die Schöpfwerke werden dazu benötigt, um einen konstanten Wasserstand zu halten. Neben dem Kanal sieht man die langen Fahrradwege. Musik.
tolle Landschaften, weitere Brücken, ein Kanal mit Schiffen, wieder eine Brücke und sogar eine Schleuse treffe ich an. Wer die ganze Wiccan-Tour abspult, hat ganze 29 Kilometer hinter sich gelassen. Eine weitere Radtour, in der man ca. 45 Kilometer zurücklegt, wäre der Besuch von Papenburg. Ich war kurz bei der Meierwerft. Hinter verschlossenen Toren wird an einem neuen Kreuzfahrtschiff gebaut. Draußen schwimmt bereits ein Teil von einem Ozeanriesen. Ganz interessant wäre dann eine Führung durch die Meierwerft. Am Abend bin ich wieder zurück beim Reisemobilstellplatz. Ein toller Tag geht zu Ende. Darum, bis bald, wir sehen uns in Ostrauderfehn.